Jetzt ist mir gerade die Laterne ausgegangen. Mitten im Wald. Da kommt man sich gleich so ausgeliefert vor, weil es rechts und links in der Dunkelheit so raschelt. Und jetzt komme ich ja gerade an die Stelle, wo früher die Lichtung gewesen ist. Genau da ist mein Bruder auch schon mal die Laterne ausgegangen. Und das war eine ganz unheimliche Geschichte damals. Die Mutter hat den Schorschi damals in den Wald aufgeschickt. Ich war noch zu klein zum Mitgehen. Damals hat es im Wald oben noch die Brenner gegeben, die die Glashütten mit Kohle versorgt haben. Geh auf und hol ein Kern voll Kohlen, hat die Mutter zum Schorschi gesagt. Nimm ein wenig Speck mit, nachher gibst du schon was. Aber komm wieder zurück, bevor es dunkel wird. Mein Bruder hat sich damals gefochten, allein zu den Brennern aufzugehen, aber er hat sich nicht so können lassen. Die Brenner haben einen merkwürdigen Ruf gehabt. Jeder hat sich gefragt, was das für Leute sind, die ihr ganz Leben da oben in der Einsamkeit verbringen, allein im Wald. Ob das da oben immer alles mit rechten Dingen zugeht, hat man sich gefragt. Also wollte der Schorsche die Sache möglichst schnell hinter sich bringen. Hat er gekommen und einen Speck genommen und ist losgegangen. Lang hat's gedauert, bis er bei der Hütte angekommen ist. Gefunden hat er's bloß, weil er irgendwann den Rauch von den Kohlenmeilern gesehen hat. Wer dann angekommen ist, war die Sonne schon am Untergehen. Einer von den Männern ist allein da gestanden. Und weil der Schorschi nicht noch mehr Zeit verlieren wollte, ist er hier und hat gesagt, was er möchte. Hat ihm den Speck gezeigt und gefragt, ob er dafür die Kirm mit Kohle vollmachen darf. Der andere hat kein Wort gesprochen. Bloß Kerzen gerade angeschaut, hat er in Schorschi, mit tiefen schwarzen Augen. So schwarz wie die Kohlen selber und ganz unheimlich. Oft hat mir der Schorschi nachher noch erzählt, wie lang ihm die Augenspaden allerweil vorgekommen sind. Dann hat der Brenner bloß genickt und hat auf einen Haufen Kohlen gedeutet, damit sie mein Bruder selber bedienen kann. Er hat keinen Augenblick gewartet, der Schorschi, sondern ist hin zu dem Haufen und hat seine Kerm voll gemacht. Nachher hat er sich verabschiedet und ist schnurstracks wieder gegangen. In der ganzen Zeit hat ihn der Mo bloß angeschaut. Er hat sich nicht vom Fleck geredet und kein Sterbenswort gesagt. Bloß seine kohlschwarzen Augen seinem Schorsche auf Schritt und Tritt gefolgt, bis er wieder im Wald verschwunden war. Auf dem Rücken hat er es noch gespürt, die Augen, den Blick, der ihn verfolgt hat. Nachher ist mein Bruder bergab gegangen in der Hoffnung, dass er so wieder ins Dorf kommt. Dunkel ist geworden und er hat seine Laterne gemacht. Aber auch, wie er die Hütten von den Brennern schon lange hinter sich gehabt hat, ist er das Gefühl nicht los geworden, dass er beobachtet wird. Genauso, wie es mir gerade geht. Aber beim Schorsche ist das so schlimm geworden, dass er sich gar nicht mehr umschauen traut hat, weil er Angst gehabt hat, er kann dort wirklich was finden hinter sich. Etwas, das ihn verfolgt oder bedroht. Eine Weile ist er nur so weitergegangen, aber auf einmal ist ihm das Licht von der Laterne ausgegangen. Und weil er genau wie ich sein letztes Zündhölzel gerade verbraucht gehabt hat, ist er genau wie ich in der Finstern da gestanden. Alleweil wieder hat er es rechts und links von sich im Holz rascheln gehört. Gerade knackst hat es, wie wenn jemand auf Bladeln und auf Ess drauf tritt. Und dann ist er da hergekommen, wo ich gerade stehe. Jetzt ist da alles zugewachsen, aber damals, vor beinahe 40 Jahren, war das nur eine Lichtung. Da soll einmal eine Schlacht stattgefunden haben, hat man sich erzählt. Ein Scharmützel, als die Schweden im Land gewesen sind. Und da ist er dann da gestanden. Schwarz. Und mit leichten Augen. Ganz genau hat der Schorschi im Mondschein seinen Umriss gesehen. Geschnauft hat er, wie er wollte. Und seine großen, scharfen Zähne haben im Mondlicht aufblitzt. Wie ein riesiger Hund hat das ausgeschaut. Wie einer von den Pudel, die von den großen Jagdgesellschaften für die Jagd hergenommen werden. Die können da auftauchen, wo viele Leute auf einmal gestorben sind, hat der Großvater immer verzeiht. Der Schorschi war fest davon überzeugt, dass es aus ist mit ihm. Ganz langsam ist er ein paar Schritte zurückgegangen. Dann wollte er sich umdrehen und weglaufen, so schnell er kann. Aber
Wer er sich umdreht, läuft er fast in den Kohlenbrenner rein, der beinahe direkt hinter ihm gestanden ist. Der Kohlenbrenner von der Hütte um, der ist ihm nachgegangen und hat ihn die ganze Zeit nicht allein lassen. Immer noch hat ihn der Mo wortlos angeschaut mit seinen schwarzen Augen. Und der Schorschi hat sich gefragt, bei wem er jetzt besser dran ist. Bei dem schwarzen Hund oder bei dem unheimlichen Kerl? Nachher hat der Kohlenbrenner seinen Mund aufgemacht und kaum hat er seine Lippen ein wenig auseinander gehabt, ist ein Lichtschein dazwischen hervorgekommen. Ein Feuer war das. Ein Feuer, das in ihm drin brennt hat. Weil der Mo nachher seinen Mund ganz aufgemacht gehabt hat, ist ein Strahl aus Flamme in die Luft aufgefahren. Den ganzen Wald umherum hat das erhellt. So eine Flammensäule war das. Ich weiß nur, dass die Leute im Dorf am nächsten Tag drüber geredet haben, was da in der Nacht so geleucht hat im Wald drin. Der Schorschi hat aber bloß mir die Geschichte erzählt, weil er gewusst hat, dass ihm das sonst keiner glauben wird. Auf jeden Fall hat das Feuer den schwarzen Hund vertrieben. Weil, wie die Flammen wieder in den Mund von dem Kohlenbrenner zurückgegangen sind, da war er weg. Der Schorschi hat den feurigen Mo ganz verdutzt angeschaut. Ihm ist nichts anderes eingefallen, was er zu dem sagen kann, dass er leider keinen Speck mehr dabei hat, um sich zu bedanken. Nachher hat der Mo das erste Mal was zu ihm gesagt. Keine Miene hat er verzogen dabei und außergleicht hat es aus seinem Mund, wie er gesprochen hat, sage einfach vergelt's Gott. Der Schorschi hat den Schreck noch in alle Glieder gehabt und hat nichts lieber gemacht, als wir vergelt's Gott zum Song. Dann ist im wahrsten Sinn von Geisterhand die Laterne vom Schorschi wieder angegangen. Der Mo ist ein paar Schritte zurückgewichen und dann war er fort. Der ist nicht einfach in der Dunkelheit verschwunden. Der ist von der Welt verschwunden. Weil er eine arme Säule gewesen war, die durch einen Schorschi sein vergelt's Gott erlöst worden ist. Jetzt könnte ich so einen feurigen Mo brauchen. Aber es sind kaum mehr gesehen worden bei uns. Ah, die Lichtung ist schon lang zugewachsen und die Kohlenbrenner sind auch schon lang weitergezogen. Ich frag mich bloß, was aus dem schwarzen Hund geworden ist. Ich hab nämlich das Gefühl, ich bin wirklich nicht allein da.